Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier und auch letzten für diesen Monat. Also schön, dass ihr wieder hier an meinem Kanal eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr es auch natürlich am Titel des Videos ja lesen könnt, ist ja natürlich ein Aufgebrauch wieder mal hier am Start. Also habe ich jetzt hier wieder meine Tüte. Und ja, ich hoffe dann aber auch, dass ich das irgendwie schnell machen kann. Denn es ist auch schon relativ spät abends. Ich muss dann auch schon gleich ganz bald ins Bett. Denn morgen muss ich mal wieder dann arbeiten gehen. Und dann morgen, also am Samstag, kommt das Video hier ja online. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es ja auch schon ja online. Aber ja, ich habe hier jetzt meine Tüte und mache das mal erst schnell. Ich mache es auch so viel wie möglich, auch ungeschnitten, damit es auch nicht zu lang geht. Und ja, als erstes habe ich hier schon mal gleich natürlich wie immer den Proteinshake, also mein Whey-Protein, was ich meistens ja immer kaufe beim DM und auch immer, also es gibt glaube ich nichts Besseres als dieser Schokoladengeschmack davon. Ich liebe es einfach. Und dann habe ich hier jetzt auch noch gleich die Maske, also die Garnier-Tuchmaske, die schwarze Variante. Die liebe ich sehr, also die habe ich auch gestern Abend benutzt, am Freitagabend. Nein, am Donnerstagabend meine ich heute, wenn ich das gerade drehe, ist Freitag. ja, die habe ich gestern also so zum Entspannen eben benutzt und es tat auch mal wieder so gut, denn ich habe irgendwie den Monat auch wieder nicht so viel irgendwie genutzt gehabt oder auch so zur Pflege, da ich weiß nicht wieso das so ist, aber ich fühle mich gerade ein bisschen relativ faul, was wenn es so um meine Pflege im Gesicht angeht, weil ich finde, auch so gerade zum Teil sieht meine Haut noch ganz okay aus, aber ich vernachlässige gerade so ein bisschen so die Pflege, also muss ich damit wieder starten auf jeden Fall. Und ja, deswegen habe ich die hier auch gestern letztens benutzt und ja, die hier ist dann leer. Und hier, was haben wir hier denn noch? Ganz klassisch, wie immer, die Wattepads, also meistens. Ich habe auch schon neue nachgekauft. Und dann auch natürlich jeder oder fast jeder, wer keine Binden benutzen will, hat hier eben die Tampons. Ich habe hier halt meistens die OB Flexia Tag und Nacht. Die finde ich für mich bis jetzt persönlich am besten. Da ja, ist halt so bei mir möglichst alles gut zurück, nicht dass immer gleich alles ausfließt. Ich habe sie hier in der vierten Stärke, also falls ihr euch interessiert, welche ich benutze, also in super, also bis jetzt finde ich auch echt, für mich persönlich, wie es auch hier ist, bis zu 100%igen Schutz, also das kann ich für mich aus jetzt bestätigen, für die anderen kann ich dafür ja nicht sprechen, also ja, die hier finde ich auch schon mal sehr gut. Und auch hier schon mal gleich meine Pflege, was ich aufgebraucht habe natürlich. Und zwar auch wieder die Lovely Pflege, den Öl und den Schaum. Das wisst ihr, benutze ich immer und habe es auch schon recht schnell aufgebraucht. Aber das andere habe ich ja erst ja gekauft gehabt und davon war ja noch ein bisschen, also habe ich es ja noch recht ganz gut aufgebraucht für den Monat. Also habe ich dann noch sehr gut viel für den Monat hier. Dann hier auch noch den Nivea Pure, Fresh Pure 0% Aluminium und langanhaltende Frische. Also ich fand es auch ein sehr gutes Deo und es hat auch sehr gut geschützt, finde ich, vor Schweiß. Relativ auch gerade so in der Jahreszeit schwitze ich nicht so viel irgendwie, als würden meine Schweißdrüsen nicht so gern ausbrechen wollen, wenn es irgendwie kalt ist. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Und ja, also zu, ich weiß nicht wieso, aber zu Deo kann ich irgendwie meistens nicht so viel sagen, da ich ja meistens immer wechsle. Also egal welches das ist, ich benutze es einfach. Ja, dann habe ich hier noch, das von meinem letzten Haul kennt ihr ja noch bestimmt. Und zwar die Quinoa Chips White Paprika. Und ich fand die auch relativ gut. Die habe ich auch bei meinem letzten Cheat Day auch etwas gegessen gehabt. Und ich fand sie sehr lecker irgendwie. Also
bin mir am Überlegen, ob ich die mir immer wieder nachkaufe. Denn so zwischendurch zum Snacken finde ich die echt auch ganz gut. Und ja, ich habe hier auch wieder noch eine Maske. Und zwar die schwarze Peel-Off-Maske. Die kennt ihr ja auch bestimmt von Jabons. Die habe ich auch letztens wieder mal genutzt gehabt. Ihr kennt ja meine Meinung ja schon dazu. Und ich habe hier noch wieder zwei Sachen. Und zwar einmal ein Concealer aufgebraucht, den NYX HD Studio Photogenic Concealer. Ist auch einer meiner Lieblingsconcealer gewesen, was ich von denen sehr, 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 sehr gerne mag. Ist auch schon eben leer. Muss ich mal wieder gucken, dass ich nachkaufe. Und wie immer den Pickle Break. Ihr kennt es ja von mir, das benutze ich sehr, sehr gerne und auch als Hilfe für meine Pickel und Mitesser. Und ich habe hier auch noch was ganz anderes. Und zwar ist es halt nicht aufgebraucht, aber eben sowas wie aussortiert. Und zwar die Gele. Da irgendwie, ich weiß nicht wieso, die ausfließen. Aber ich weiß nicht, ob hier sowas wie ein irgendwas Glänzendes hier drumherum sieht, aber es fließt auch irgendwie geradeaus, auch jetzt noch, denn letztens war wieder der Karton, wo ja alles drin war, etwas mehr davon ausgeflossen. Ich weiß nicht, wieso das so ist, wieso die ausfließen, aber ich glaube, ich lasse lieber Gele weg und gehe lieber zu Acryl, denn hier mit denen, was ich gerade an meinen Nägeln habe, habe ich mit Acryl gemacht, hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Also ja, bin echt am Überlegen oder ich denke auch, dass ich bei Acryl dann auch bleibe. Also für das finde ich es jetzt irgendwie nicht so gut, dass die jetzt ausgeflossen, irgendwie ausfließen. Also ich weiß nicht wieso, auch wenn ich die ja eigentlich auch ganz gut gelagert habe, aber naja, auch ein bisschen die Tüte ist etwas davon verschmutzt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, ich habe es jetzt, denke ich mal, ganz gut so ungeschnitten gemacht. Also ich hoffe, ich lasse dann auch dann schnell hoch, damit es jetzt gerade an dem Samstag, wenn ihr das gerade seht, auch online ist. Und ja, also Tüte ist leer, das war jetzt alles, was so in dem Monat aufgebraucht wurde. Also wie ihr gesehen habt, nicht viel, aber ich versuche so gut wie möglich so viele Sachen eben zu benutzen und auch aufzubrauchen. Auch egal was, ob es ein Make-up-Produkt ist oder sonstiges, versuche ich immer aufzubrauchen, eher gesagt. Und ja, also ich hoffe aber, dass euch dieser kleine Aufgebraucht-Video und Aussortier-Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr wisst ja, ich mache sowas ja monatlich. Ist ja auch schon ein festes Format von mir und vielen persönlichen anderen YouTubern, wie ihr es ja wisst. Und ja, wenn euch ja das Video gefallen hat, abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Und aktiviert natürlich die Glocke. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen festen Teil ja davon seid. Und ja, ich lasse hier auch dann natürlich wie immer meinen Instagram-Namen da, denn dort könnt ihr mir auch immer gern verfolgen. Dort poste ich auch immer alles aktuell, wie ihr es ja wisst. Und ja, da erfahrt ihr auch immer mehr von mir. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns dann zu meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!